Wow, also das nenne ich mal ein Comeback von Bungie. Mit der Präsentation gestern hat Bungie so vieles richtig gemacht. Und wenn wir durch YouTube, X oder auch Webartikel rund um Destiny schauen, die Community ist begeistert und der Hype-Train ist in voller Fahrt. Bungie hat uns gestern so unglaublich viel Spannendes gezeigt. Aber ein heimliches Highlight ist wahrscheinlich etwas, das ganz am Anfang im Stream gezeigt wurde. Ganz ehrlich, wenn ihr mich letztes Jahr, wenn ihr mich vor einer Woche gefragt hättet, ob es Destiny 3 geben wird, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Ich war davon überzeugt und auch Bungie selber hat ja immer nur von Destiny 2 gesprochen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, viele haben ja sogar gedacht, dass Bungie Destiny komplett aufgibt. Also zumindest eher, dass sie Destiny aufgeben, wie dass sie hier einen Teil 3 machen. Ich habe damit null gerechnet. Nun gibt es aber Gerüchte, die, so glaube ich zumindest, mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit enthalten. Worum geht's denn? Nun, bereits im Februar postete auf Reddit ein User Leaks, denen man damals kaum Beachtung geschenkt hatte, weil sie so weit hergeholt erschienen. Der User hatte bereits im Februar nämlich von Prism gesprochen. Also letztendlich die neue Subklasse Prismatic, wie wir es ja jetzt seit gestern wissen. Er schrieb folgendes, ich übersetze das mal frei für euch. Weiß hier jemand, ob etwas zu Prism schon geleakt wurde? Da es noch keine Antwort gibt, werde ich das mal leaken. Bungie arbeitet an einem System namens Prisma, das es Spielern ermöglichen wird, Fähigkeiten aus verschiedenen Subklassen zu kombinieren. Dies ist eines der Dinge, an denen während der Verzögerung von Final Shape gearbeitet wird. Stell dir vor, du wirfst eine Arcus-Granate, während du eine Solar-Subklasse nutzt. Oder du aktivierst Verschlingen mit dem Stormcaller. Wie gesagt, der Leak schien absolut unrealistisch und sind wir ehrlich, keiner von uns hat doch damit gerechnet, dass Bungie wirklich etwas so Verrücktes macht. Aber seit gestern, wissen wir es, wird diese Klasse geben, die wahrscheinlich das ganze Spiel komplett auf den Kopf stellen wird. Der erste Teil des Kommentars dieses Reddit-Users war hier also korrekt. Jetzt hat er aber noch mehr gesagt und dieser Teil, der dreht sich jetzt um Destiny 3. Ihr habt richtig gehört, Destiny 3. Er sagt, Destiny 3 befindet oder war, keine Ahnung, also er ist sich nicht sicher, ob es sich noch in Entwicklung befindet oder nur in Entwicklung befand sozusagen, also die Vergangenheit. Auf jeden Fall sagt er, Destiny 3 befindet sich unter dem Codenamen Payback in der Entwicklung. Eine der großen Änderungen für Destiny 3 ist, dass es keine Klassen mehr gibt und es jedem Charakter möglich ist, jede Fähigkeit zu nutzen, da es lore-technisch auch eigentlich keinen Grund gibt, warum man das nicht können sollte. Jäger haben zum Beispiel Blink von den Warlocks gelernt und Blink ist wohl auch nicht an ein einzelnes Element gekoppelt. Weiter behauptet der Reddit-User, dass die Informationen von ehemaligen Bungie-Mitarbeitern ihm zugespielt wurden, also dass er sich mit denen unterhalten hat. Nein, das ist keine Spekulation, sagt er. Ich habe tatsächlich mit ein paar ehemaligen Bungie-Mitarbeitern gesprochen, die mir davon erzählt haben. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es sich um ehemalige Mitarbeiter handelt und sie daher nicht mehr über die aktuellsten Informationen verfügen. Und das sage ich jetzt hier, ihr wisst ja alle ganz genau, wie schnell sich so Entwicklungen und Ähnliches verändern können. Ich meine, nehmen wir nur im August, haben wir eine Preview von Final Shape gesehen, die ganz anders ist wie das, was wir jetzt hier gestern gezeigt bekommen haben. Und was sie in dieser kurzen Zeit verändert haben, umgeworfen haben bzw. umgesetzt haben, ist schon ziemlich krass. Von dem her tatsächlich ja, auch das, was er damals erfahren hat, das kann sich schon komplett wieder geändert haben. Aber was denkt ihr? Hatte jetzt mit der neuen Subklasse recht? Und soweit mir das jetzt auch bekannt ist, gab es sonst keine weiteren Leaker, die irgendetwas über diese Subklasse gesagt hatten. Meint ihr also, dass er auch recht hat, was Destiny 3 angeht? Also warum ich glaube, dass es wirklich sein könnte, dass ein Destiny 3 kommt, sein Leak, hat mit der Präsentation von gestern zu tun. Ganz am Anfang hat Luke Smith nämlich zu uns gesprochen. Erstmal ziemlich interessant, dass Luke Smith aus der Versenkung wieder zurück ist. Ich meine, er war schon immer ein wirklich wichtiger Teil des Bungie-Teams rund um Destiny. Auch wenn ich jetzt selber kein großer Fan von ihm bin und ihr vielleicht auch nicht, weil letztendlich ist ja der Content Wall, das Sunsetting, eine Idee von ihm gewesen. Oder zumindest hat er es uns verkauft damals als tolle Sache.
Auf jeden Fall sagt Luke Smith zu Beginn der Präsentation gestern, dass der Kampf gegen den Zeugen nicht das Ende von Destiny 2 ist. Und ganz sicher nicht das Ende von Destiny ist. Nach dem Kampf gegen den Zeugen werden wir erfahren, was als nächstes zu Destiny und darüber hinaus kommt. Ja, also das was und auch die Art und Weise, wie er das gesagt hat, das bietet schon ordentlich Raum für Spekulationen. Und ganz ehrlich, insbesondere jetzt nach dieser großen Umstellung, also dass wir hier Prisma bekommen, was wirklich das komplette System eigentlich, was wir kannten, umwirft, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass uns ein Destiny 3 erwartet. Oder vielleicht nicht ein Destiny 3 mit der Zahl 3, aber zumindest, dass Destiny 2 eine neue Engine bekommt, alte Konsolen hier zurückgelassen werden oder auch sonst Destiny noch mehr zu einem MMO wird, also dass sie hier eine wirklich große Überarbeitung machen, dass wir hier vielleicht auch eine richtige, echte Open World bekommen, nicht nur diese Zonen. Ich meine, Bungie versucht ja schon lange, Destiny als MMO zu verkaufen und es ist es auch in großen Teilen, aber es fehlt zum Beispiel eben diese echte Open World und man kann so vieles da noch rausholen und Destiny 2 wäre auch nicht das einzige Spiel, das das schon mal gemacht hat, dass sie das System komplett umgekrempelt hätten, nachdem es schon draußen war, um hier nochmal einfach ja, eine neue Richtung einzuschlagen bzw. das ganze Universum zu erweitern. Keine Ahnung, ob das jetzt hier wirklich passieren wird. Ich meine, es sind nur Gerüchte, aber es würde auch dazu passen, dass wir im nächsten Jahr keine Seasons mehr haben, sondern hier die Episoden nur noch bekommen, die uns vielleicht auf diese Art ja, Destiny 3 vorbereiten sollen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass im Sommer, also nach Final Shape, vielleicht im August oder so, zur Gamescom, wer weiß, wir hier schon erste Informationen bekommen oder Bungie auch einfach nur, wie sie sonst auch mal im August, eine große Präsentation machen, was sie für die Zukunft geplant haben. Zumindest hat Luke Smith uns versprochen, dass wir nach dem Kampf mit dem Zeugen mehr erfahren werden. Was sagt ihr dazu? Schreibt doch gerne einen Kommentar. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Macht Destiny 3 Sinn oder ist das einfach nicht realistisch bzw. auch gar nicht sinnvoll? Vielleicht seht ihr es ganz anders wie ich. Ich persönlich würde mich tatsächlich über so einen kleinen Reboot freuen, muss ich schon sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like oder ein Abo freuen. Wäre mega Support für mich und ihr verpasst keine weiteren Destiny 2 Videos mehr von mir, dem Elias. Ciao, macht's gut. Hey everyone, this is Luke from the Destiny team. The final shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2, and it's definitely not the end of Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. We'll see you soon.